wunderbare 3,5 Wochen gehabt im Bus. Ich fühlte mich am wohlsten, wenn ich unterwegs war, auf der Straße, mit dem Bus unterwegs. Das war für mich die schönste, entspannendste Zeit. Es war nirgends so, dass ich gedacht habe, da möchte ich jetzt 2 oder 3 Tage bleiben. Sondern es hat mich immer weitergezogen, Neues zu entdecken. Es hat sich auch ein Rhythmus eingeschlichen, morgens früh weg, nachmittags früh ankommen. So hatte ich Zeit, mit dem Fahrrad die Gegend zu erkunden. Am besten hat es mir gefallen in Mitteldeutschland, in der Mainlandschaft. Die tollsten Leute fand ich oben in Norddeutschland. Allerdings war das Wetter dort eine Katastrophe. Enttäuscht war ich von der Ostsee. Muss ich sagen, da gehe ich lieber ans Mittelmeer, in das saubere, klare, warme Wasser. Und einen ganz, ganz großen Dank an meinen Mechaniker, der meinen Bus so toll eingestellt hat, dass nie irgendwas war. Keine technischen Pannen. Noch nicht einmal Luft musste ich nachpumpen. Nur tanken. Und dann 9 bis 10 Liter Verbrauch. Das ist gigantisch für einen 1500er, 71er VW-Busmotor normalbar. Und die 12 bis 14 Liter. Ja, ich schaue voraus. 2018 werde ich nochmal starten mit dem Bus auf einer anderen Strecke, aber ähnliches. Vielleicht nochmal rüber nach Dresden. Vielleicht nochmal an den Main ein paar Tage. Jetzt bleibt mir erst einmal eine schriftliche Zusammenfassung zu machen, eine Reportage über all das, was ich entdeckt und erlebt habe, vielleicht mit dem Thema Deutschland, deine Camperseele, außer chillen und grillen, was war da noch? Ja, und ansonsten freue ich mich auf eine neue Bussaison 2018 und hoffentlich kommen wir alle gut über den Winter. Ciao!